Ja, Aber. aber das ist eine weniger positive Erfahrung, als ihr euch das vielleicht vorstellt. Diamantis grinst und verlässt den Raum. Jetzt bräuchte der Voltax hier, der nach Lagom Zylindian. Wenn du das sagst, Sulamin, dann zieht sie ihre Balestrine. Okay, ich zieh mein Schwert. Wir können gerne Ini würfeln. Hey, bitte, versucht nicht. Sie schießt nicht, sie zieht nur ihr Schwert. Ja, das ist mir egal. Bitte versucht nicht, die Kapitania zu erschießen. Das könnte euch nicht. Die Frau kann Ini würfeln. Vielleicht sollten wir etwas Ruhe einkehren lassen und die Gemüter abkühlen. Also, wenn die nicht eine 22 überbietet, schlage ich dir jetzt ins Gesicht. Ich muss mal gerade gucken. Also, sie hat eine 4 gewürfelt. Ich weiß gerade nicht, was sie als Basisinitiative. 18. Oh, dann sie ist schneller. Sie 18? Woher weißt du, dass sie eine 18 hat? Wärst du Admiral der Perlmeerflotte, hättest du nicht 18? Das ist ein gutes Argument. Ja, warte, ich habe gerade hier einen Bogen. Sie hat auf alle Fälle ein Schiff angegeben. Sie hat nur einen Schiffsbogen, aber kein. Ja, dann hat sie sicherlich mehr als 18, wenn sie Admiralin ist. Ist das wie Pferde-Inni? Die Schiffs-Inni? Achso, okay, also halbe Seefahrt plus, ja. Also Rafim, du würdest sie angreifen? Ja, wenn ich merke, dass sie eine Waffe zieht, dann merkt sie, dass ich sie schlagen will, ja. Okay, ja. Dann ruckt ihre Balestrina rum und sie schießt dir auf nächster Entfernung in den Bauch. Muss sie dann auf ihn schießen? Weil er ist unbewaffnet. Kann sie das Ding nicht einfach entgegenhalten? Also sie das, wird das wissen, dass ich sie schlagen werde. Ich versuche hier nur gerade ihren Eskalationswillen klarzustellen. Also gut, wenn Rafim sie schlagen will, dann will sie selbstverständlich... In dem Moment, wo sie eine Waffe zieht, es wird die Runde passieren, weil sie ja nach mir dran ist, sie wird ihre Waffe ziehen, dann wird sie sehen, ich werde darauf reagieren wollen. Also okay. Schauen wir doch mal kurz auf die Karte, ne? wenn er reagieren will. Achso, die Frau sitzt da hinten. Die sitzt da hinten mit am Tisch. Du hast dich auf dem Sofa fertig, also da wurdest du hingezogen. Naja, da sitzt er halt. Also dann, vermutlich sieht das dann eher so aus, dass sie halt die Waffe zieht, halt, und dann springt er auf ihm auf und dann hat sie halt alle Zeit, die sie braucht, um die halt auf ihn zu richten und dann kann er überlegen, was er macht. Sulamin sagt, das wollt ihr nicht tun. Zieht eure Beleidigung gegen Rohaya zurück. Also die Frau merkt, dass ich weiter auf sie zugehe. Ich gehe auf die Frau zu, ob die mich jetzt mit der Waffe bedroht oder nicht. Ruf euren Hund zurück. Ihr solltet die weggesteckt haben, bevor er bei euch ist. Das würde ich euch auch empfehlen. Und ich will Rohaya nichts Übles nachsagen. Sie ist auf unserer Seite. Nur um dieses Missverständnis auszuklären. Schüchtern. Okay. In der Passion 5. Sie ist halt in der Unterzahl. Den Nerven zu verhalten ist auch nicht das Leichteste. Ja, ist klar. Das ist halt eine andere Situation, wenn man sagt, du bist ein Frosch und du wirst auf einem anderen Schiff angeschossen. Das ist halt jetzt nicht ihr Schiff, ne? Also entweder ihr legt eure Waffe hin oder ich würde euch den anderen Arm ausreißen und ihn meinen Bären fressen geben. Ja, sie nickt einmal und steckt die Balestrina wieder in ihr Gürtel. Falls es euch hilft, er meint das nicht wirklich ernst. Ich kann ja gerne mal Menschenkenntnis würfeln, ob ich das ernst meine. Außerdem triggert er gerade ihr Trauma, oder? Genau das hat sie Rachsucht? Okay, soll mich schon hassen. Ich würfel auch Rachsucht. Ja, natürlich. Also, das hat auf alle Fälle geklappt. Sie glaubt es dir. Also, sie weiß, dass das die Wahrheit ist. Und Rachsucht ist nicht getriggert. Also, könnten die Herrschaften sich jetzt bitte alle, Erafim, wieder hinsetzen und zivilisiert benehmen? Naja, ich stehe hinten ausgezeichnet. Ja, also wirklich, Admiralin, ich bin nicht der Meinung, dass ihr... Nun ja, bei Sinnen seid. Was soll das? Wir stehen auf der gleichen Seite. Nun, ihr habt Rohaya beleidigt. Es ist immer eine Ehre, mit ihr zu speisen. Nun gut, dann lasst uns vielleicht euch erst einmal auf den aktuellen Stand bringen. Wir haben Rohaya in der Schlacht der drei Kaiser zum Sieg verholfen, als es gegen den schwarzen Drachen Rassasor ging. Das habe ich wohl mitbekommen. Zumindest, dass Rassasor tot ist. Ich bin seit... wie lange war es? Einigen Tagen. 3 Monate oder so etwas war ich gefangen genommen. Vermutlich. Nun gut. Dann wisst ihr ja das Wesentliche.
Aber um noch einmal zum Thema zurückzukommen. Ich verstehe nicht, wieso ich diese Unterhaltung immer und immer wieder führen muss. Warum ist es den Leuten so wichtig, dass sie den Ton angeben müssen? Warum will jeder der Anführer sein? Ich glaube, ich versichere euch, es macht keinen Spaß. Und habt ihr euch einmal unsere Feinde angesehen? Ich bemühe mich verzweifelt, meiner Pflicht als Admiralin nachzukommen. Mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Und das sind beileibe nicht viele. Ohio hat andere Probleme im gesamten Reich zu klären. An jeder Front brennt es. Und es ist beileibe nicht einfach. Auch als Frau nicht. Das solltet ihr gerade verstehen. In einer von Männern durchzogenen Riege. Und das, was mir meine Vorgänge hinterlassen haben, ist ein Schutthaufen. Und ich versuche, treu ergeben, mit Ehrgeiz und Aktionismus, die Werte von Rohaya und dem Mittelreich hochzuhalten. Sollte die da nicht Verbünde suchen, statt neue Feinde? Also mir sieht es so aus, sagt Männer von der anderen Seite, hört auf zu spielen, als würde euch Sulaimin hier doch die Hand hinreichen und ihr würdet sie ausschlagen wollen. Ich bezweifle nur ganz stark, dass eine Gruppe von Piraten sich eignet, gemeinsame Sache mit einem militärischen Diktat Befehle auszuführen. Dies ist ja selbst für euch schwierig. Es wird natürlich nicht einfach sein, aber wir stehen gegen die Niederhöllen und die schwimmende Heptarchie ist unser aller Feind. Und was das andere angeht, nun, ich bin eine Visiere Araniens und ich kann mich beileibe nicht über mangelnden Respekt von meinen Männern beschweren. Ihr könnt aber nicht von mir verlangen, dass ich mich jemandem unterordne, der gemeinsam mit Rataral Sanin oder aber mit Dagon Lolona gemeinsame Sache macht. Ich habe die Seeadler von Beilung in der Schlacht gesehen, von da, wo wir gerade kommen. Und sie hat auf unserer Seite gekämpft. Wollt ihr auch diese Hand ausschlagen? Sanin, wollt ihr ganz alleine? Er hat uns das Schiff, er hat uns das Greifenbanner selbst gestohlen. Abel Mene hier ist auch ein gesuchter Mann. Nun, und ihr habt ja gesehen, auf welchen Tatsachen und Einschätzungen dieses nun beruht. Nun, vielleicht die Tür öffnet sich und Mantas kommt wieder rein. Wie frech von uns. Wir hatten angefangen, ohne dass er ja da von uns anwesend ist. Hier. Und an seiner Seite hat er Hippolyta geholt. Okay, was? Warte, aber wie gefällt es Hippolyta jetzt hier als politischer Spielball verwendet zu werden? Denn ich glaube, sie mag das nicht. Hippolyta fleht sich auf die Sofaecke, da wo Rafim eben saß, das ist noch der Abdruck von seinem Arsch, fleht sich hin und macht die Beine hoch. Derweil geht Prayadanya ins Stillgestanden und salutiert. Immer Blick geradeaus in Richtung von Hippolyta. Ah, Adepta, darf ich euch die Admiralin vorstellen? Ich denke, ihr kennt euch. Nee, ich kenne sie nicht. Ach ja, dieses Kaiserin-Ding. Hier nicht. Ich möchte mich ganz nah an sie ranlehnen und ihr ins Ohr flüstern. Ja, das ist nur ihre Schwester. Das ist Hippolyta? Ich würde nun nicht sagen, nur. Aber ja. Wird die nicht gesucht? Naja, was meint ihr, warum sie hier ist? Sie weicht so ein bisschen aus dem Stillstand, nimmt die Hand wieder runter und fängt ein bisschen an zu zittern. Sie ist nicht gesucht, sondern nur verbannt aus dem Mittelreich, soweit ich weiß. Und dies ist nicht das Mittelreich, nicht wahr? Das ist mir gerade alles zu viel. Das ist mir alles zu viel. Vielleicht solltet ihr eine Nacht überruhen und eure Position überdenken. Hier ist die Tatsache, Capitania. Die andere Capitania. Weder Mann, noch Holz, noch Geschütz werden euch schlussendlich den Sieg über Darian Balligan und seine Schergen erbringen. Dies ist kein Mittel zu eurem Sieg. Dies ist nur die Hilfestellung. Und wenn ihr darauf bestehen solltet, alleine die Sache anzugehen, werdet ihr scheitern und versinken und vergessen werden. Und weder ich noch die Capitania können etwas für euch tun. Die Wahl ist eure. Es sieht nicht so aus, als ob sie dir zugehört hätte. Sie lehnt sich so ein bisschen rüber zu Rafim. Seid ihr euch sicher, dass das wirklich nur die Schwester ist? Sie sehen sich... Naja, sie trinkt besser.
Dann dreht sie sich ruckig um in Richtung Zulamin, salutiert mit ihrer verbliebenen Hand. Zulamin mit den Achseln, wir glauben bald. Sie salutiert einmal vor der Kapitana. Kapitana, wenn ihr erlaubt, ich würde mich gerne zurückziehen und einen Tag ruhen. Mir geht es tatsächlich nicht gut. Ich denke, ihr habt viel, worüber ihr nachdenken müsst. Ihr dürft euch entfernen. Hab Dank. Dann zuckt ihre Hand einmal rum und sie geht aus der Kajüte. Ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht. Die hat schwer zu kämpfen. Sie hält noch an alten Werten und Vorstellungen fest, die nicht mehr existieren. Man kann ihre Punkte nicht gemacht. Ja, dachte ich auch. Schön, dass dir das gefallen hat. Naja, wenn sie nochmal ihre Waffe zieht, werde ich ihr die Arme brechen. Den Arm. Ja. Was? Hier wurden Waffen gezogen? Verdammt, da sind wir doch ein bisschen zu spät gekommen. Hey, Kapitania, man kann ihre Punkte nicht von der Hand weisen. Sie hat sehr stichhaltige Argumente. Naja, also... Und ebenso könnt ihr nicht von der Hand weisen, dass die Frau zu enthänden nicht unbedingt der diplomatischste Vorgehensweg ist. Diese Frau wird nicht imstande sein, irgendeine Flotte zu führen, auch wenn es nur die Perlenmeerflotte sein sollte. Und wisst ihr das? Denn so wie ich das sehe, habt ihr sehr viel zwielichtiger Gestalten, mit sehr viel weniger sowohl politischer Druck als auch direkter Handlungskraft in eure Dienste gestellt. Ja, wenn wir zu kontrollieren. Richtig. Oh, und ihr, damit man etwas kontrolliert, müsst ihr ein kleines Schild haben, auf dem draufsteht, ich kontrolliere es. Lasst die Frau noch denken, was sie will. Es ist schließlich nicht als könnte sie ohne hinreichende Unterstützung von Beteiligten, die uns gewogener sind als ihr, in Perlemer operieren. Schließlich hat sie keinen Nachschubhafen außer Perikon. Ich denke, die Marix-Geschichte könnte uns da vielleicht ein wenig in die Hand spielen. Mal schauen, was sich darüber herausfinden lässt, sobald wir erst im Perikum sind. Ja, das werden wir vor Ort prüfen müssen. Aber ich hoffe nur, dass sie ihre Schiffe nicht zum Meeresgrund schickt, bevor sie klaren Gedankens wird. Nun, dann versucht vielleicht Edis logischerweise klar zu machen, statt euch aufzuplustern und aufs Beste zu hoffen. Ich glaube nicht, dass sie ihre Leute einfach so opfern wird. Sie wird wohlweislich überlegen, in welcher Position sie ist und nun ihre Entscheidung treffen. Vielleicht hat sie nicht mal eine Entscheidung, wenn sie später nicht einmal Admiralin wird. Und wie jeder, der eine solche Entscheidung finden wird, Abelmir, wird sie scheitern, weil sie nicht in der Lage ist, weil ihr gar die Fähigkeiten fehlen, ihr die Gesamtheit der Sache korrekt zu betrachten. Nun, das würde ich so nicht sagen. Sie ist nur etwas durcheinander, verständlicherweise, weil ihr der Arm fehlt, aber ich denke, sie ist fähig, eine Flotte zu führen. Ja, aber die Flotte wird unser Problem nicht lösen. Naja, ich vermute, da hat Sepentio jetzt nicht Unrecht. Sie mag vielleicht gar kein schlechter Schiffskapitän sein, aber unsere Probleme sind in anderen Ebenen gelagert. Auf die Realität, dass man weder Darian Paringane noch Bahamut mit reiner Waffengewalt nicht bezwingen kann, wird sie allerdings wohl nicht sehr gut reagieren. Entsprechend müsst ihr vorsichtig handeln. Und ich denke, unsere Flotte ist in erster Linie da, die Begleitschiffe zu zerstören oder zu beschäftigen, während wir uns mit dem eigentlichen Problem beschäftigen. Ja, und wenn ihr ihr das sagt, wird sie einmal mehr ihren Vorschlag von der Hand weisen. Entsprechend Taktgefühl. Wie können Menschen nur so blind für Tatsachen sein? Naja, das ist schon eine einzigartige Situation. Ist nicht ganz sie selbst. Das vermutlich noch dazu. Ihr habt ihr schließlich gerade gedroht, den Arm auszureißen und an einen Bären zu verfüttern. Naja, hoffentlich lernt sie dann. Welchen Gewinn hatten wir davon, Rafim? Naja, dass sie weiß, dass das passieren wird, soll sie nochmal ihre Waffen ziehen.
Lavin, sie steht in einem Raum voller Bewaffneter. Sie war sich sehr wohl bewusst, was passiert wäre, hätte sie die Situation eskaliert. Dies war ein Performativ und hätte keiner so krassen Korrektur bedürft. Naja, ich habe mich schon deutlich zurückgehalten. Zu keinem Zeitpunkt war eine solche Herabsetzung der Frau jemals vonnöten. Alles, was ihr getan habt, war noch weitere negative Emotionen gegen eure Person und Übertragenen, die der Kapitania zu schüren. Aus keinem Grund, außer um euer Ego ein wenig aufzuplustern. Ihr könnt euch nicht benehmen, als wärt ihr der Hauptmann einer Straßenbande. Naja, vermutlich hat er einfach nur Zulamin beschützt. So kenne ich ihn zumindest. Wie ich bereits sagte, zu keinem Zeitpunkt. Redet er immer nur von Zulamin. Zu keinem Zeitpunkt war Capitania jemals in Gefahr. Es gab keinen Grund, die Lage weiter zu eskalieren, denn sie hätte nicht eskalieren werden können. Und die Frau war zu logischem Denken in der Lage und hätte dies entsprechend erkannt. Die Eskalation ging ja von Admiralen aus. Und es ist äußerst unhöflich, in einer Runde eine Waffe zu ziehen, egal was passiert. Diamant, das nächste Mal müsst ihr mich früher holen. Aber ja. Ihr als Orasia müsst doch wissen, dies war ein Schauspiel. Den ganzen Kram habe ich ja auch verpasst, aber Rafim hört sich an, als hätte er genauso gehandelt, wie es sich für eine Basaltfaust unter einer Capitana gebührt. Wir sind aber nicht in Alanfa und die Capitania ist nicht der Patriarch. Die Basaltfaust bleibt Basaltfaust, egal wo du bist. Genau darauf will ich doch hinaus. Naja, ohne eure Kritik jetzt von Bord zu werfen, wenn ihr mir den Euphemismus erlaubt, müssen wir nun mal Grenzen aufzeigen. Und wir können uns nicht von irgendwelchen Arschlöchern auf der Nase rumtanzen lassen, nur weil die gerade einen Arm verloren haben. Hättet ihr Greifenmund den Arm ausgerissen, wenn er blank gezogen hätte? Vermutlich nicht. An der Stelle kennt ihr mich überraschend schlecht. Ich würde auch euch den Arm ausreißen. Also ich weiß Rafims Unterstützung zu schätzen und ich war mir in dem Moment keineswegs so sicher, dass sie nicht schießen würde. Wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass sie selbst ist und weiß auch nicht, ob sie in diesem Zustand eine gute Verbündete abgibt. Vielleicht kann sich Herr Boltax mal ein bisschen mit ihm unterhalten. Die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, waren ziemlich befreiend. Ja, eine hervorragende Idee. Ich denke, ich werde mich selbst mit ihr unterhalten. Auch um, nun, hoffentlich eine etwas bessere Beziehung zu ihr zu bekommen. Aber auch um zu sehen, was dieser Gefängnisaufenthalt bei ihr angerichtet hat. Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was sie möchte. Also, wenn ich sie richtig verstanden habe, möchte sie einfach nur nach Perikum. Dann bekommen wir eine ganze Menge an Zuneigung der Perlenmeerflotte. Ob wir uns dann diesem Bund anschließen oder sie sich dann unserem, ist doch eine ganz andere Sache. Das ist doch egal. Können wir doch später immer noch klären. Aber erstmal möchte sie nach Perikum, da können wir sie absetzen. Wir bekommen Lob und Anerkennung und dann können wir immer noch weitersehen. Ja, und wenn, die Frau ist noch keine 15 Minuten hier und hat die Situation schon besser erfasst als ihr. Ich bin einmal mehr entsetzt. Hallo, ich rede immer noch. Und das, ja, sicher was, doch. Und das, was Diamantis eben noch gesagt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hier diese Hövilla Marix, tja, wenn ihr die da wieder sieht, das habt ihr mir ja erzählt, naja, dann machen wir mit den Marix reinen Tisch und dann haben wir vielleicht noch bessere Karten. Ja, sein. Ja, in dieser Hinsicht haben wir gemeinsame Feinde. Aber zunächst muss die Frau zurechnungsfähig sein. Denn wir wollen nicht, dass jemand die Perlenmeerflotte anführt, der nicht weiß, was er tut. Naja, nicht, dass wieder irgendein Inquisitor die Tür eintritt und euch alle festnimmt und dann muss ich euch befreien aus dem Gefängnis. Ne, Abelmir? Naja, ich wollte gerade sagen, Abelmir hatte drin Erfahrung. Nun, ich würde es vorziehen, nicht noch einmal die Leute aus dem Gefängnis zu befreien. Ich kann mir dieses Mal werdet ihr dann befreit von mir und ihr sitzt ja im Gefängnis. Ihr wollt mich befreien? Ja, aber eine interessante Vorstellung. Ja, wir haben doch jetzt in letzter Zeit sowieso genug Gefängnis gehabt. Ich meine, ich war jetzt nicht dabei, aber ihr seid jetzt ins Eins eingebrochen. Dann müssen wir jetzt nicht wieder ausbrechen. Das macht ja auch keinen Spaß. Nee. Ich würde ansonsten einfach sagen, dann, wenn wir sowieso nichts anderes vorhaben, wir sind jetzt bei Rulat. Dann segeln wir jetzt von Rulat aus erstmal ganz normal nach Süden. Irgendwann biegen wir ab. Wollt ihr noch nach Beilung oder so? Sonst fahren wir direkt nach Perikum. Das wäre jetzt halt so der Vorschlag, ne?
Naja, lass mich mal eben die Karte studieren. Ja, wir sind jetzt irgendwo bei Wotereck. Ja, also wir fahren an Tisal vorbei und dann kommt diese kleine Inselgruppe da. Kibrom, Eurong und Ilderash. Ja, will da irgendjemand was? Also ich hätte da jetzt nix. Da ist ja nix, nur die Zwerge. Ja, ja, Beilung, also... Ist jetzt auch nicht so schön, dass man da unbedingt hinfahren möchte, oder? Hat jemand irgendwas in Beilung vor? Hm, nicht wirklich, aber wir sollten auf jeden Fall unsere Flottille kontaktieren. Ihnen neue Befehle zukommen lassen. Ja, ja, die müssten ja noch vor Tisal liegen. Ja, und klären, ob wir das neue Schiff mannen können mit den Befreiten. Naja, das halte ich für schwierig. Ich befürchte, die Befreiten werden sich der Admirala anschließen. Diejenigen, die zur Perlenmeerflotte gehören, gewiss. Aber so wie ich es verstehe, haben wir auch einige andere Seeleute befreit. Aber das gehört alles zu den Dingen, die wir klären müssen. Lung, Ist dort irgendwelche Verbündeten, die wir dringend gewinnen müssen? Naja, wenn ich mich nicht falsch erinnere, waren das nicht die, die immer fast verhungert sind. Ich denke, sie haben genug eigene Probleme, dass sie noch unsere Probleme stemmen können. Die schwarzen Anleger existieren immer noch vor ihrer Haustür. Jetzt, ja, und Beilung ist jetzt auch nicht gerade für seine Flotte bekannt. Nur für die Seeadler von Beilung, und ich glaube, die gehört dort gar nicht hin, oder? Naja, also wenn ihr in der Geschichtskunde richtig aufgepasst habt, dann ist die Seeadler von Beilung damals aus Mendena ausgelaufen. Das war ihr Hafen. In Mendena wurde sie gebaut und zeitgleich mit Filiasson ist sie dann damals losgesegelt. Filiasson war halt auf einem anderen Boot, aber in Mendena ist sie vom Stapel gelaufen. Was hat sie dann mit Beilung zu schaffen? Und die Namensgebung. Ich meine, die Stern von Beilung, die oder die Ehre gesegelt wird, die kommt ja auch nicht von da. Und dann ist es wohl nur ein Akt der Namensgebung zu Ehren von Praios. Ja, ganz bestimmt. Wegen der Perlenmeerflotte und so. Aber die Werft von Mendena ist einfach größer als die von Beilung. So kann halt sein, dass damals war das ja auch noch Tobrien, ne? Damals waren es ja keine schwarzen Lande. Man hat einfach in Mendena gebaut und dann in Beilung konnte man ja... Also, die haben in Mendena für Beilung gebaut, so. Vermutlich. Ich war nicht da. Naja, es ist ja jetzt auch nicht mehr so wichtig, wo das Schiff herkommt und wem es gehört und wie auch immer. Ja, und die Werft von Mendena ist mittlerweile auch dämonisch beseelt.